Willkommen Leute, es geht weiter mit Super Mario 3D Land. Wir sind stehen geblieben und zwar nicht irgendwo, sondern beim Final Bowser Castle. 100 Sternmünzen brauchen wir hierfür. Die haben wir natürlich locker, denn wir sind ja diese so gut wie 100% Leute, die alles sammeln. Ja gut, ich weiß nicht, ob man das Let's Play wirklich als 100% gelten kann, denn ja, den Luigi Run machen wir ja nicht. Ja, den Luigi Run machen wir nicht, beziehungsweise ich mache ihn offscreen. Oder ich nehme einfach eine andere Spieldatei. Ja, das macht es mir einfacher. Ja, an der Stelle bin ich einfach mal faul. Auf jeden Fall hier mal das vorläufige finale Castle. Ja, ich mache es nicht spannend und so und sag, boah, das ist bestimmt das Ende oder so. Das gibt es ja auch häufig, dass Leute so tun, als wüssten sie von nichts. Nee, ja. Das ist wahrscheinlich so, dass ihr kennt es ja sowieso, ne? Dun. Falls jemand das Spiel nicht kennt, dann hat er was verpasst, denn das ist wirklich gut, ne? Aber ich glaube, solche Sachen hebe ich mir für gleich auf. Ja, für gleich, denn ich glaube, es kommen Credits. Dun. Ich kann auch jetzt auch noch nicht sagen, wie viel wir in dem Part machen werden. Das wusste ich noch. Denn, ja, nach dem Level wird es natürlich erstmal ein bisschen länger dauern, bis wir weiterspielen können. Also, ja, mal sehen. Ich fände es, glaube ich, ein bisschen lame, wenn ich jetzt nur dieses Level machen würde. Also, ich überlege mir schon was, ne? Ich überlege mir schon was. Und hier ist die zweite Starcoin. Super. Das scheint doch eigentlich ganz gut zu laufen. So, jetzt kommt auf jeden Fall eine schwere Stelle, das weiß ich noch. Dieses Level kenne ich übrigens so gut wie auswendig, weil ich das schon, ja, ziemlich hart gesuchtet habe. So, deshalb möchte ich euch jetzt auch mal meinen Skill zeigen, insofern er noch vorhanden ist. Ja, die Starcoin fand ich immer schwer, da wurde ich meistens getroffen. Boah, nicht zu lange schweben, sonst fährt euch die Plattform weg. Scheiße. Okay, aber wir haben den ersten Teil auf jeden Fall schon mal geschafft hier. 3 Starcoins, super. So, die endlos lange Treppe, die gar nicht mal so endlos ist. In Mario 64 gab es ja diese endlose Treppe, die fand ich auch verdammt cool. Na? Bewegungsstörung. Gut, das sollte reichen. In Mario 64 gab es ja diese endlos lange Treppe, die ich auch verdammt cool fand. Ah, das war ja schlecht gemacht. Okay, trotzdem geschafft. Boah, episch. Ich liebe es, wenn es regnet. Boah, immer wenn es regnet, dann ist es was von episch. Da kann selbst ein Mario-Spiel Epicness ausstrahlen. Ja, in Zelda gefiel mir das auch immer sehr gut. Boah, und diese Stille und dieser Donner. I love it. Wuhu. Nichtsdestotrotz müssen wir gleich mal reingehen. Vielleicht ist hier so ein Secret oder so. Wer weiß. Aber wir gehen einfach mal rein. Peach! Ah. Mario! Oh. Das war ja klar. Und wir fallen 200, 300 Meter tief, ne? Und den Sturz locker überstanden, alles klar. Ey, selbst dieser fette Bowser, ey, der hat doch viel mehr Gewicht, der müsste doch doppelt so schnell wie wir unten gewesen sein. Aber trotzdem, boah, wir beide sind unverletzt, das ist natürlich auf der einen Seite gut, ne, aber auf der anderen auch schlecht. Komm, dass es nicht vorbei ist, das war allen klar, hoffe ich mal. Ich hole mir jetzt nochmal einen zweiten Tanuki fürs Inventar. Oh, und ich liebe diesen Kampf, der ist so geil. Man kann doch bestimmt hier hoch. Man kann doch bestimmt hier hoch. Ja, gut. Abkürzungstricks for the win. So, und jetzt wirft er mit Fässern. Soll das irgendwie an Donkey Kong erinnern oder so? Auf jeden Fall hat er sich den Trick ganz schön abgeguckt. Einmal außen rumschweben. Oh, mit dem Tanuki haben wir schon übelste Vorteile. Scheiße, kommt man da drüber? Nein, kommt man nicht. Geh weg! Oder. Ja, mach's kaputt, gut. Oh, das war knapp. Das war knapp. So. Jetzt ist er auf jeden Fall schon mal down. Jedenfalls fürs Erste. Fürs Erste ist down. Ist er down. Kann man ja nie so klar definieren bei Bowser.
Dun, dun. Boah, die Musik ist so episch. Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Boah. Und er scheint irgendwie neue Energie getankt zu haben oder so. Auf jeden Fall schießt er jetzt sogar mit lila Flammen. Das ist ja der Wahnsinn. Schnell. Ja, eher so nicht. Mit Weitsprung komme ich hier, glaube ich, auch nicht weit. Oh. Zack, zack, zack. Nein. Boah. Okay. Ziel gerade, okay. Ziel gerade, ziel gerade, ziel gerade. Ich glaube, das ist ein ganz guter Trick. Das ist ja ein geiler Trick. Geil. Geschafft. Jetzt ist aber endgültig down, ne? Komm schon, Bowser. Nein, du lebst nicht mehr. Du stirbst. Ja, okay. Boah, epische Zeitlupe. Krass. In seine eigene Lavagrube. Tja. Down. Und auf einmal ist auch alles wieder friedlich und hell. Super, 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 super. Jetzt fehlt nur noch eins. Und zwar Peachy. Peach. Mario. Ich finde die Synchronisation immer so ein bisschen komisch. Ja. Und das wieder so ein Feuer. Kann man das anzünden? Wär cool, aber wahrscheinlich nicht. Dun, 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 dun. Und wir springen natürlich ganz oben ran. Für einen krönenden Abschluss. Dun, 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 dun. Yay! Happy End! Wuhu! Let's Dance! Wie er sich freut. Ja. Typisches Mario-Ende halt, ne? So. Aber was das Coole ist, es kommen jetzt die Credits. Na gut, das ist nicht das Coole, ne? Aber wir können an den Credits was machen, ne? Wir können fliegen in einem gewissen Bereich. Ja, Miyamoto und so. Die ganzen coolen Socken, die das Spiel gemacht haben. So. Credits ist ja immer so die Zeit bei den LPs, ne? Da wird erwartet, du laberst jetzt die Credits durch und gibst deine Meinung zum Spiel ab und so, ja. Aber da ich jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, dass das Spiel, sagen wir mal, zur Hälfte erst vorbei ist und das Bowser, er lebt also doch wieder. Auf einmal. Auf einmal, komm, wir schlagen ihn runter. Boah. Hat doch voll Mario gemacht mit seinem Tanuki-Schwanz, ne? Da ich ja jetzt gesagt habe, dass das Spiel ist noch nicht zu Ende, müsst ihr verstehen, dass ich jetzt noch nicht zu viel sagen kann, ja. Also, ich kenne das Spiel natürlich schon vollständig, das ist klar, ne, aber ja, es ist noch nicht vorbei. Ja, das müssen viele auch mal einsehen. Ich glaube, die Credits gehen jetzt auch schon zu Ende, was? Ach, super. Da haben wir uns das sogar gespart. Geil. Dun, 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 dun. Ende. Ja, Ende. Nintendo is the author, whatever, of this game und so. Und ein letztes Bild. Oder ist es das letzte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sitzen wir wieder gemütlich auf dem Tanuki-Baum. Mit Peach. Wuhu. Schön, schön. Okay, aber ich glaube, der Part wäre noch ein bisschen kurz, um ihn jetzt schon zu beenden. Oh. Ein neuer Brief, oder besser gesagt, diesmal nur ein Bild. Luigi ist eingesperrt. Oh, und Mario World-Töne. Geil. Gefällt mir. Okay, jetzt wird einmal gespeichert. Luigi ist entführt worden. Okay, das ist neu. Das, oder gab's das schon mal in einem anderen Mario-Spiel? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. So, du kannst nun durch Röhren in Spezialwelten reisen. Das machen wir mal. Zack. So, und vor uns haben wir... Okay, Sequenz, epische Sequenz, da will ich nicht dazwischen labern. Okay, so episch jetzt auch wieder nicht. Und vor uns haben wir auf jeden Fall 8 neue Spezialwelten, heißt, das Spiel ist ungefähr doppelt so lang wie den Teil, den wir bis jetzt gespielt haben. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja. Außerdem gibt's hier ein neues Item, ja. Das ist, ja. Ja, kann man das wirklich als neues Item bezeichnen, ne? Also, das ist in gewisser Weise das gleiche wie der Tanuki. Sieht auch genauso aus. Bis darauf, dass Mario hier so ein Halsbändchen trägt. Das unterscheidet die beiden Items. Und damit kann man, sich in eine Statue verwandeln.
Ist eigentlich ganz cool. Definitiv kann man solche stacheligen Gegner besiegen. Man kann quasi auf alles draufspringen, ohne verletzt zu werden. Auch das hier ist neu, das ist ein Giftpilz. Ja, ein Giftpilz verletzt einen, aber mit Sternen kann uns das nichts anhaben. So, ja, das soll es erstmal gewesen sein von der Erklärung der Spezialwelten. Allzu kompliziert ist das ja nicht. Jetzt ist das ja jetzt nicht. Ja, ich kann nicht reden und so vor so Winnennotzen. So, hier haben wir gleich noch einen von der Sorte. Und das Item sieht natürlich grau aus, ja. Also, das heißt natürlich. Ist einfach so. Moment mal, ich habe noch gar keine Starcoin. Auf jeden Fall, wird euch aufgefallen sein, die Level sind so ein bisschen gleich. Ja gut, was heißt so ein bisschen gleich? Die ähneln halt stark den normalen Leveln. Und ja. Na, das ist ganz normal. Ja, also. Das wird auch in Zukunft so sein, dass hier die normalen Welten vorkommen und halt nur ein bisschen aufgepusht werden oder sonst irgendwas. Oder wir mehr bereisen können oder was weiß ich. Ja. Manche finden das ein bisschen lame. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, um aus möglichst wenigen Ideen was Gutes rauszuholen. Und das war die zweite. Das war mehr oder weniger klar. Hier ist wahrscheinlich noch eine. Das ist die dritte. Jetzt fehlt mir noch die erste. Ah, die ist da unten. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, wie man da sonst raufkommen soll, aber von da oben kann man definitiv runterspringen. Zack, Rückwärtsseite. Oder gibt es hier an der Seite irgendein... Ach so, man kann das bestimmt mit Wandsprüngen machen, oder? Das will ich mal ausprobieren. Zack, zack, zack. Ja, doch, das dürfte klappen. Auch wenn ich jetzt nicht geschafft habe. Das dürfte hinhauen. So, das war's erstmal zur Erklärung. Jetzt müssen wir jetzt zweimal durch. Sagt zweimal nach oben klettern, ist ja gar nicht mal so der Wahnsinn. Auf jeden Fall wollte ich wieder über Themen sprechen, ja. Ich möchte wieder damit anfangen. Das hat jetzt eine kleine Pause gemacht, sagen wir mal. Okay, für einen halben Part, ne? Für einen halben Part, ich sollte nicht übertreiben. Ah, und ja. Worüber wollte ich diesmal reden? Einfach mal so ganz stumpf über Animes, ja. Wieso rede ich über Animes? Das Ding ist, ich gucke keine Animes. Ja, das ist jetzt... Kommt ein bisschen... kontrovers rüber, wenn ich jetzt über Anime spreche, aber gar keine gucke, ne? Aber ich weiß nicht, also auf jeden Fall, mein Bruder guckt Animes jedenfalls ein, ja. Er guckt Naruto, ja. Ich denke, das ist auch der, ja, ist das der beliebteste Anime? Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Falls ihr mehr wisst, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ja. Könnt ihr dazu was schreiben? So, und jetzt ist auch noch neu, dass, ja, hier ist so eine Art Schatten-Mario und wenn wir den berühren, dann sind wir am Arsch. Kurz gesagt. Und er läuft natürlich genau die gleiche Route wie wir auch. Ja, das war schon mal sehr intelligent. Aber egal, ich kann den mit der Röhre immer hoch, ne? Na, ich wollte über Anime sprechen. Jedenfalls mal so ganz cool jetzt. Und zwar, ja, was halte ich von Animes? Wie gesagt, ich gucke keine. Trotzdem, ja. Das Gute daran ist natürlich, man hat eine Beschäftigung, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das kann manchmal auf sehr lange Dauer die Langeweile vertreiben, kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Ich habe einen Weitsprung gemacht. So ein Dreck. Und ja, das Gute daran ist halt, dass so tausende von Folgen rauskommen. Okay, das ist jetzt natürlich nicht bei jedem so. Aber die meisten Animes, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, haben schon ziemlich viele Folgen. Und insofern kann man da die Zeit so gut vertreiben wie mit keinem anderen Hobby. Okay, Let's Play ist zum Beispiel auch ein aufwendiges Hobby. Aber darüber... Ich bin so ein Noob, ne? Ich bin heute so ein Noob. So ein... Ah, Drecksnoob. Komm, das schaffe ich jetzt. Konzentriere dich einmal, Aaron. So schwer ist das hier nicht. Zack. Mal ganz auf safe machen mit einer Arschbombe. Zack. Hier hoch. Das ist so einfach. Ah. Die Arschbombe wollte ich auch nicht machen. Er sollte wieder den Weitsprung machen. Dafür muss man halt die gleichen Knöpfe bewegen. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber ansonsten alles in Ordnung. So, schnell weiter hier. Ich glaube, den können wir jetzt auch töten. Zack. Down. Ja, mit Sternen geht das, aber ansonsten nicht. So, und auf jeden Fall... das Ding ist, warum ich jetzt eigentlich darüber reden will, ist, dass...
Ja, letztens kam so ein Freund an und hat gefragt, ja, ihr mögt doch Animes oder so, ne? Aber ich jetzt, ja, ich habe so eine ausgeglichene Meinung. Mein Bruder mag das, wie gesagt, schon recht relativ gern. Und dann hat er uns gesagt, ja, da gibt's so ein Anime, auf den könnt ihr einfach auf YouTube angucken, der ist ja sau cool und oh, das ist das Beste, das ist so ein Psycho-Thriller-Anime, boah, voll geil, ey, voll geil, ja. Haben wir uns das angeguckt? Ich weiß nicht, ob ich euch den Titel sagen sollte. Ja, ich sag erstmal genau, boah, war das gut, war das gut? Boah, perfekt unter der Starcoin gelandet. Mann, das war gut. Nein, auf jeden Fall, ich sag euch erstmal, was darin vorkam, ja, ist der Anime fing an und ja, es wirkt schon sehr einladend. Da waren sämtliche Gliedmaßen waren irgendwie von einem Menschen abgetrennt und oh, ich möchte auch nicht zu lange darauf eingehen, ja, denn wie gesagt, es gucken halt auch bestimmt Jüngere zu. Auf jeden Fall war das Ganze ziemlich eklig und ja, das macht halt von vornherein diesen ja, ich mache ja immer grundlos Massaker-Eindruck ohne irgendwelche Hintergründe und so und ja. Es war eigentlich der größte Scheiß, ja. Es ist wirklich der größte Scheiß. Wir haben uns dann erstmal so zusammen die ersten 5 Minuten angeguckt, ne? Ich dachte mir die ganze Zeit schon, boah, das ist ja irgendwie so doch schon ein bisschen eklig. Ich bin zwar, was sowas angeht, nicht überempfindlich. Boah, das war knapp. Aber, ja. Es war halt schon, ja, für ein Anime relativ heftig, ne? Beim Anime ist es natürlich eine andere Sache, als wäre es beim echten Film, ne? Als wäre es bei so einem echten Film, wo alles echt aussieht, ne? Das ist natürlich noch was anderes, ne? Also, ist jetzt nicht so, als würde ich hier in tagelange Depressionen darin ausstürzen. Das war falsch und dumm gesagt. Nee, ist jetzt nicht so, als würde ich da irgendwas Großes draus machen, aber es war halt komplett inhaltslos und unnötig. Okay, ich will nicht inhaltslos sagen. Ich habe ja nur die ersten 5 Minuten geguckt. Und ja, dann einfach nur irgendein Getöte und so und ja, der Freund, ich wollte eigentlich B drücken. Da war noch was, okay. Hatte dann gesagt, boah, das ist so cool, Mann, das ist so verdammt geil, ey. Boah, das ist das Beste, das ist das Beste. Nein, ich habe doch B gedrückt, kann ich denn nicht aus einer Kanone raus? Das ist ja echt scheiße. Oh nein, ich hab's verkackt. Auf jeden Fall hatte er das so gesagt, ey, ich kann heute nicht über Themen reden und ja, ich halte von sowas nicht viel. An sich wollte ich damit auch gleich das nächste Thema verbinden, nämlich FSK, sprich freiwillige Selbstkontrolle. Aber ich denke, das packen wir in den nächsten Part, ja. Das packen wir in den nächsten Part. Wir machen jetzt am besten Schluss. Ich kann nicht vernünftig reden heute. Das tut mir leid. Die letzten 2 Parts waren nicht so der Wahnsinn, ne? Nee, waren nicht so der Wahnsinn, glaube ich selber. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, wer weiß. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann und ciao.